Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bling Bling Box von Juju. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bling Bling von Juju, das Ganze am vergangenen Freitag, den 14. Juni erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box, schwarz-silber, um genau zu sein. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns im Detail ansehen. So, einmal hier seitlich einschneiden. Jawohl. Dann lässt sich das hier wunderbar öffnen. So, also wir haben hier eine schwarze Box mit silbernen Elementen. Und das ist vom Boxdeckel her sehr interessant gestaltet, denn wir haben hier in der Mitte einmal die Interpretin abgebildet, also Juju hier in so einem schwarzen Zip-Hoodie. Darunter haben wir einen Skorpion, und was hier an diesem Skorpion oder generell an diesen Silberelementen so spannend ist, das ist so eine raue Oberfläche, es ist wie so ganz viele kleine Steinchen oder wie so silberner Sand, der hier aufgeklebt wurde. Also ich glaube, man kann den auch, wenn man sich wirklich Mühe gibt, abkratzen. Aber es sieht echt sehr schön aus und hat so einen ganz speziellen Glitzereffekt. Also wir lesen hier oben eben Juju, links Bling, rechts Bling. Und dann haben wir auch noch so ganz viele Fäden, die hier von oben runterhängen. Also es sieht echt gut aus, das Cover. An den Seiten ist alles in Schwarz gehalten. Und auf der Unterseite haben wir dann hier noch die Infos zum Album und einen Barcode. Gut, die Box ist quadratisch und relativ flach. Das liegt daran, dass wir hier wieder eine Vinyl mit dabei haben. Klassische Vinylbox vom Format. So, der Deckel von innen auch schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wie wir gleich auf den ersten Blick sehen können, ist diese Box recht prall gefüllt. Wir haben hier einmal eine Parfümprobe mit dabei. Eine Autogrammkarte, das Album, eine Bauchtasche, eine Fahne, ein Shirt, einen Stickerbogen und zu guter Letzt die schon angesprochene Vinyl. Jawohl. So, dann packen wir das Ganze mal wieder ein, auch hier unten in Schwarz. So, dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier ja diverse, fast alle Sachen noch irgendwie in Folie sind, werden wir die mal hier aus der Folie holen. Also, einmal das Shirt. Ja, wie so viele andere Boxen wird diese Box hier keinen Umweltpreis gewinnen, aber das ist ja auch jetzt nicht ganz so schlimm in diesem Fall. Der Inhalt ist auf jeden Fall jede Menge. So, wir haben hier die Bauchtasche. Dann die Fahne. Und dann natürlich die Tonträger. Also, einmal das Album. Schneiden wir einfach hier oben mal rein. Jawohl. War jetzt gar nicht so einfach abzuziehen. So, aber jetzt. Und dann natürlich noch die Vinyl. So, wenn wir jetzt die ganze Folie, den ganzen Verpackungsmüll hier entsorgt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also vom Cover ident wie auch schon das Boxcover.
Es ist das erste Soloalbum von Juju, denn wir erinnern uns, davor war sie ja als Sixten unterwegs, gemeinsam mit Nura. Das letzte Album war dieses hier, Leben am Limit, das kam 2017. Dazu gab es natürlich auch eine Box, habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und nachdem sich die Wege der beiden getrennt haben, hat Nura ihr Ding solo gemacht, ebenso wie Juju. Nura hat ja bereits released und jetzt kommen wir zu Jujus Solo. Juju Bling Bling lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 12 Stück an der Zahl, und wir haben zwei Features, eins von Henning Mai und eins von Xavier Naidoo. Ich habe aus Interviews irgendwie gehört, dass sie sich auch noch irgendwie Rap-Features gewünscht hätte, dass die aber irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen wären. Ist glaube ich verkraftbar, weil wenn man auf seinem allerersten Solo-Album zwei Features hat und diese sind dann Henning Mai, der Sänger von Annen Mai Kantereit, und Xavier Naidoo, ja, Respekt. Also dann hat man auf jeden Fall etwas richtig gemacht. Hier haben wir noch die Credits zum Album, einen Barcode und hier CD1 Album, CD2 Instrumentals. Also wir haben hier eben die Instrumentals mit dabei, jawohl, das Ganze kommt in einem Digipack. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier einmal Juju hier abgebildet mit einem bauchfreien Top und einer Trainingshose. Was lesen wir hier? Hotel Roosevelt, alles klar. Dann den ganzen Text, das gefällt mir sehr gut, sauber gemacht. Also hier wirklich die kompletten Lyrics vom Intro und ich schätze mal, jawohl. Also, das zieht sich jetzt so durch. Das gesamte Artwork wird wohl die Lyrics hier beinhalten. Sehr schön. Juju hier mit einer Decke in der Badewanne. Okay, ja, Zigarette ist meistens mit am Start. Ja, aber das hat man hier gut gelöst. Eine Seite immer Foto, die andere Seite Text. Sehr schön gemacht. Also, jede Menge Text und schöne Fotos noch dazu. Gefällt mir gut, das Booklet. Dann hier einmal eine Doppelseite, nur Foto. Jawohl. Okay. Ja, dann auch nochmal eine Doppelseite. Gut, zum Abschluss gibt es dann hier noch eine Danksagung. Könnt euch natürlich hier kurz anhalten, das Video, und durchlesen und dann hier auch noch die Credits. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir zum Album bzw. zur Album-CD. Die ist so in Silber und Schwarz gehalten. So sieht das aus. Hier ist alles in Schwarz. Und dann haben wir die Instrumental-CD. Diese ist in Schwarz und Silber gehalten. Juju, Bling Bling, Instrumentals lesen wir hier. So sieht das aus. Ah ja, und hier, den möchte ich euch nicht vorenthalten, haben wir dann auch wieder so einen Skorpion im Bling-Bling-Design. Gut, dann, wo wir schon beim Album sind, kommen wir gleich zu Vinyl. So sieht die aus, also ist ein Gatefold zum Aufklappen. Juju Bling-Bling lesen wir auch hier wieder. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos. Also wir haben hier 6 Tracks auf der A-Seite und 6 Tracks auf der B-Seite. Sprich, wir haben hier eine Vinyl mit drin. Jawohl. Hier haben wir auch nochmal die Danksagung. Die ist ident wie die im Album-Booklet, also im CD-Booklet. Hier auch wieder die Credits der Skorpion. Und dann haben wir hier in dieser rechten Stecktasche die Vinyl. Kommt in einer schwarzen Papierhülle. Und jawohl, das hat man auch richtig schön gemacht. Die Vinyl ist durchsichtig. Also kein klassisches Schwarz, sondern wirklich hier eingefärbt, in diesem Fall durchsichtig. A-Seite und B-Seite, wie gesagt, je 6 Tracks auf den beiden Seiten drauf. Also ich habe das Album dann auch nochmal hier als Vinyl mit dabei und nicht nur als CD. So, dann packen wir das mal wieder rein. Ich bin generell ein riesen Vinyl-Fan, deswegen freue ich mich immer, gerade in der heutigen Zeit, wo Streaming und digital so omnipräsent ist, dass man es dann doch noch hin und wieder schafft, eine Vinyl mit reinzupacken. Freut mich sehr.
So, und müssen wir hier mal etwas Platz schaffen für die restlichen Inhalte. Wir haben hier eine Fahne mit dabei und die ist recht groß. So, und zwar ist das Ganze im Hochformat und wir haben hier eine Juju, so ja, mehr oder weniger in der Hocke mit einer dicken schwarzen Jacke. Und so sieht das dann aus. Also Hintergrund ist so silbergrau. Wir haben dann oben links und rechts jeweils solche Schlaufen, um diese Fahne dann auch entsprechend aufzuhängen. Die haben wir dann unten auch noch, also wirklich an allen vier Ecken haben wir diese Laschen und können das dann natürlich an die Wand oder wo auch immer hin aufhängen oder wirklich eine Fahne basteln damit. Das ist natürlich euch überlassen. So, dann haben wir eine Bauchtasche mit dabei. Gab sie auch schon häufiger in Boxen. Allerdings hat die eine Besonderheit und zwar bezüglich des Materials. Denn die ganze Tasche ist in so einem ganz speziellen Material, das Licht reflektiert. Also, ihr kennt das vielleicht von Fahrradfahrern oder von irgendwelchen Rucksäcken, dass sie vielleicht so ein paar Elemente drin haben, die das Licht so etwas reflektieren und zurückwerfen, damit wegen im Straßenverkehr besser wahrgenommen wird. Aber das hier ist wirklich komplett aus diesem reflektierenden Stoff. Dann lesen wir hier Juju, dann den Skorpion natürlich wieder. Wir haben hier einen schwarzen Gurt mit dabei, Plastikverschluss, jawohl. Und natürlich kann man das auch entsprechend hier anpassen. Bedeutet Bauchtasche oder um die Schulter zu hängen, ganz wie ihr wollt. Skorpione hier innen auch nochmal im Muster und auf der vorderen Seite ebenso. Okay, haben wir jetzt noch irgendwo einen Zettel? Jawohl, was lesen wir hier? 100% Polyester und Made in Turkey. Grüße gehen raus. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Wir haben hier eine Autogrammkarte mit dabei. Die ist unterschrieben hier mit silbernem Stift, rechts unten im Eck. Also das ist auf jeden Fall echt und nicht aufgedruckt. Rückseite blank weiß, sehr schön. Ein Stickerbogen ist mit dabei. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sticker an der Zahl. In allen verschiedenen Formen. Rechteckig, Querformat, Hochformat, Diamantform, kreisrund. Ja, also hier wirklich alles am Start. Hauptsächlich in Schwarz und Weiß oder Schwarz und Silber gehalten das Ganze. Habt ihr jede Menge Auswahl von Stickern. Dann ist mit dabei ein Shirt. Und zwar ein Bling Bling Shirt. Wir haben hier in der Mitte im Brustbereich wieder diesen Skorpion in Grau. Darunter lesen wir Bling Bling. Und dann haben wir unten rechts, beziehungsweise wenn ihr es dann tragt, unten links am Bund ein Juju-Schriftzug hier mit dabei. Rückseite ist blank schwarz. Und wir haben es hier zu tun mit Größe M. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob wir noch einen Zettel... Jawohl, das schaut gut aus. Und zwar haben wir hier 100% Baumwolle Nakas Clothing Made in Turkey. Abermals Made in Turkey. Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt mal wieder zusammen. Also rein vom Schnitt her oder von den Maßen her würde ich fast sagen, ja, dass es auf jeden Fall unisex ist. Also ich denke, das können sowohl Männer als auch Frauen tragen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, ich glaube ursprünglich war das ja als Überraschung angedacht oder irgendwie als Überraschung bekannt gegeben. Das wurde dann erst im Laufe der Promophase irgendwie enthüllt, was es mit dieser Überraschung auf sich hat. Juju, Pfirsich oder Toilette. Also wir haben hier eine Parfümprobe. Es ist Juju 44 und ich rieche wie ein Pfirsich. Alles Liebe, Juju. Genau, also wir haben hier dann noch die Infos. Made in Germany. Okay, dann entsprechend wie das anzuwenden ist und was da drin ist. Und dann haben wir hier natürlich ein kleines Probefläschchen. So, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Fan davon bin, wenn ich nach Pfirsich rieche, aber wir werden mal ganz kurz testen, wie das denn riecht.
Ja, also es riecht auf jeden Fall und ist, glaube ich, dann eher was für die weiblichen Fans. Die können das auf jeden Fall tragen. Riecht echt gut. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Album in der Vinyl Edition, in dieser Single Vinyl mit A- und B-Seite mit jeweils 6 Tracks. Also Single Vinyl in dem Fall, weil es hier nur eine ist. Dann haben wir hier das T-Shirt in Größe M in Schwarz und Grau. Die eben gezeigte Parfümprobe Pfirsich. Dann diese Bauchtasche aus diesem reflektierenden Material. Der Stickerbogen mit 7 Motiven. Die unterschriebene Autogrammkarte sowie diese riesige Fahne und natürlich das Album an sich, Bling Bling, in diesem Digipack inklusive Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Bling Bling von Juju. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Juju unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.